Moin Leute, willkommen zu einem neuen Video auf dem wunderschönen Kanal MC Max. Heute möchte ich euch mal etwas ganz Bestimmtes zeigen. Und zwar, wie ihr wahrscheinlich seht, bin ich gerade nicht in irgendwie meinem Späthaus oder so, sondern auf einem Survival-Server halt. Ne? Und das hier ist nämlich ein Server von einem guten Freund von mir. Und ja, wir werden wahrscheinlich ein paar Videos kommen, vielleicht auch ein Stream oder so, weil ich war bei den anderen Projekten von ihm auch schon dabei. Und ja, wenn ihr hier drauf spielen wollt, IP ist in der Beschreibung. Und ja, der Link zu dem Discord-Server hierzu ist auch in der Beschreibung, falls ihr Support braucht oder was auch immer. Ja, und jetzt, da ich schon ein bisschen in der Zeit zurückhänge, weil das da hat, glaube ich, vor einem Tag oder so gestartet, oder vor zwei, werde ich dann hier erstmal ein bisschen farmen oder so, oder halt Sachen machen. Und werde euch ein paar Timelapses einblenden oder so. Whatever. Also, ja. Das ist halt so ein Projekt wie sowas wie, wenn wir mal sagen, Craft-Attack, aber halt mit anderen Plugins oder sowas. Ich weiß, weird. Aber, ja. Deswegen sind auch gerade schon ein paar Leute online. Hier gibt's auch Clans. Wie ihr gerade wahrscheinlich schon im Chat gesehen habt. Und das kann richtig geil werden. Ich kann euch natürlich auch mal die Plugins zeigen, wenn das noch geht. Da. Sea Clans, World Add und Spawn Protect interessiert uns nicht und es gibt halt dieses Better Sleeping Plugin. Das, ja. Erstmal ein Apfel, perfekt. Genau das ist das eigentlich. Also, genau wie im Crafting Tag dieses Zeug da. Ja. Und wie gesagt, ich werde euch wahrscheinlich jetzt ein bisschen so was zeigen, weil ich keinen Plan habe, was ich hier euch so sonst machen soll für erstmal. Und ja. Also ich werde das für euch wahrscheinlich ein bisschen heller machen. Hier ist erstmal ein Spawner gewesen mal. Perfekt. Auf jeden Fall, ich werde das wahrscheinlich für euch in der Aufnahme so ein bisschen heller machen. Und ist halt angenehmer zu schauen, glaube ich. Aber diese Folge werden wir wahrscheinlich nur so ein bisschen meinen und so. Welche Höhe sind wir gerade? 57. Ach. Ab und zu, da laggt der Server auch so ein bisschen, weil I don't know. Ah, das kommt nicht oft vor. Ist nur gerade wieder so eine Phase. Ich hoffe, jetzt funktioniert's. Die ganze Zeit davor hat's nicht gelaggt. Ach, hier ist eine kleine Höhle. Oder hat die einfach nur auch wer fast freigegraben? Nö, hier ist tatsächlich eine kleine Höhle. Aber hier, glaub, hier waren schon welche. Wie gesagt, ich bin nicht gerade der Erste. Was gibt's denn hier noch außer Kohle? Unten gibt's Redstone. Gibt's hier auch noch irgendwo Eisen? Da gibt's Iron. Und das Projekt ist halt immer 1.16.4. Das heißt, ihr könnt hier halt auch, ja, Netherite Stuff und so. Und tolle Mechaniken und Bastionen und was weiß ich. Ich
kenne die Version noch nicht so gut. Weil ich eher so der 1,8 bis 1,14 Spieler bin. Aber wir haben hier gerade relativ viel Eisen gefunden. Was tatsächlich sogar nice ist. Nicht wundern über meine FPS, das ist so wegen, ich nehme halt gerade auf und deswegen gehen die zwischendurch so runter und dann halt noch diese neuere Version, also die 1.16.4 halt und deswegen gehen meine FPS manchmal ein bisschen runter. Gehen sie euch bei euch wahrscheinlich nicht so hart, weil, außer ihr nehmt halt auf, ne? Und mit OBS ist das halt ein bisschen problematisch. Guck mal. Ach so, ich habe gerade einen Debuff bekommen, weil ich nicht geschlafen habe. Interessant. Das wusste ich tatsächlich auch noch nicht. Ich weiß auch nicht, ob das gewollt ist. Muss ich mal nachher fragen. Dann Wasser holen. Yay. Weil Wasser einmal wichtig. Skelett schießt mich ab. Perfekt. Ach so, hier ist sogar noch Wasser dann. Perfekt. Ich muss auch meine Apfel essen. Okay, unten enchanten, das seht ihr gerade im Chat. Enchanten gerade schon Leute. Das ist sehr interessant. Nehmen wir mal ein Gravel mit. Beziehungsweise Flint. Perfekt. Und jetzt warte ich kurz, bis mein Eisen geschmolzen ist. Yay. Das würde dann sogar reichen für ein Eisen. Oh. So. Ja, davor schaue ich mal. Ich sehe noch irgendwo ein bisschen mehr Eisen. Ein bisschen nur. Da. Sehe ich mich doch schon anfunkeln. Zwei Stück. Perfekt. Jetzt finde ich mich wahrscheinlich auch jetzt erstmal nur ein bisschen Eisen kurz zu machen. Und danach gehen wir in die Oberfläche und denn, ja. Okay, also entweder hat hier jemand eine Falle gebaut oder ja. Oh, da hinten ist noch mehr Lava. Und da war Lapis. Da ist jemand gestorben. Dias. Dich müssen wir uns natürlich erstmal holen. Da sind ein paar Mobs. Nice Schwert. Perfekt. Da hinten müssen wir halt hin gleich. Da gibt es nämlich Dias. Dias sind toll. Jetzt gehen wir da mal rüber. Die Monster-Mobs, da sollte ich doch locker gekillt bekommen. Ich als MC-PvP-Pro. Ich hab sie halt echt bekommen. Lol. War wieder gesehen. Dias sind in der Nähe von Redstone. Weil Redstone genau daneben war und so. Wie viele Dias waren das jetzt? 3 Stück.
bauen wir dann auch ein bisschen Gold ab. Für zum Beispiel Piglin Trades oder sowas. Oder auch Goldäpfel, ganz vergessen. Ich habe jetzt schon kein Essen mehr. Ist ja perfekt. Das heißt, wir müssen jetzt schnell hoch. Müssen wir halt entweder hier so Zeug finden oder wir müssen hoffen, dass uns Äpfel droppen. Oder wir machen es einfach auf den altmodischen Weg, wir angeln uns was. Essen, Furnace und tada! Ja, und währenddessen droppt uns da hinten ein Apfel. Perfekt. Machen wir uns jetzt mal eine Dia-Axt. 9 Attack Damage, 6 Attack Damage. Dia-Schwert macht, wenn ich mich nicht irre, 7. Das heißt, Axt ist besser, nur langsamer halt. Und eine Dia-Axt ist auch nicht langsam. Eine Attack Speed. Das hier ist ein 1,6er. Und das hier ist dann halt eine 1er. Und das kann halt Schilde durchbrechen. Und deswegen ist es ein bisschen schon krass, würde ich sagen. Apropos Schild. So, da ich gesagt habe ja auch, wir wollen ein bisschen erkunden, machen wir das natürlich auch. Wir haben uns jetzt ein bisschen Essen rangeholt. Ich schreibe mir die Koordinaten auf von der Position da vorne. Da hinten hat schon jemand gewartet. Hier stehen Schilder. Projektausbau erlaubt. Zerstören verboten. Okay. Wieder gepflanzt wird, es handelt sich um ein öffentliches. Achso, das Feld darf abgeerntet werden, solange auch wieder angepflanzt wird. Es handelt sich um ein öffentliches Projekt. Ausbau erlaubt, Zerstören verboten. Ja. Habe ich das Feld ja auch ein bisschen erweitert. Das heißt, eine gute Tat schon heute getan. Dann baue ich mir hier noch kurz. Oder ich habe schon eine Truhe im Inventar. Und lege hier die Seeds rein. Und schreibe dann. Pass auf, ich bin jetzt ganz witzig. Dann machen wir es so. Ich weiß zwar nicht, warum ich das mache, aber ja. Okay. Die Leute hier sind seltsam. Da hinten wurde einfach sich mit Blackstone hochgebaut. Hinten ist noch so ein Tower. Das so gebrieft wurde. Da stehen auch Dia-Blöcke so. Interessant. Ich mach mal das ganze Feuer weg. Ist das denn hier? Von wem ist denn das hier? Und warum ist hier alles an? Warum ist hier alles Feuer und so? Ich weiß, es wäre klüger, das mit Wasser zu machen, aber ich habe es gerade versucht, geht nicht irgendwie. Ach, schade.
Eisen-Ingot und eine Kartoffel von einem Zombie gedroppt. Perfekt. Ja, warum sieht das hier so gegrieft aus? Super. Null gecheckt. Also Leute, an der Stelle ist dann auch leider die Aufnahme abgeschmiert. Aber ich wünsche euch noch viel Spaß. Cheerio!